Wir tragen unsere Botschaften gern in die Welt, teilen unsere schönsten Momente. Doch manches ist und bleibt privat. Und dafür gibt es WhatsApp. Ob mit Freunden, vereinsintern oder innerhalb der Familie. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert, dass deine Nachricht nur von dem gelesen werden kann, für den sie bestimmt ist. Nicht einmal WhatsApp kennt den Inhalt. Hi, ich bin Sophie und ich nutze WhatsApp am liebsten für meine Gruppenchats. WhatsApp. Einfach privat chatten. Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big & Sports Podcast. Heute mit Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen Frisbee-Sportverbandes. Und wir wollen heute über Ultimate Frisbee reden. Hallo. Sehr gute Idee, da freue ich mich drauf. Grüße dich. So, da wir ja schon mal über Disc Golf geredet haben und du mir da erklärt hast, mehr oder weniger, warum das nicht Frisbee Golf heißen darf, warum darf es Ultimate Frisbee heißen? Naja, gut, ich war das letzte Mal ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, dass in Deutschland der markenrechtliche Schutz so nicht gegeben ist. Das heißt, wir dürften eigentlich weiterhin Ultimate Frisbee sagen. Es ist aber irgendwann auch ein bisschen dazu übergegangen worden, hauptsächlich nur Ultimate zu sagen. Im offiziellen Sport international heißt es Flying Disc, Ultimate Disc. Okay. Und was genau ist das? Also reden wir doch von Ultimate Frisbee, denn das sind ja auch die herkömmlich als Frisbee-Scheiben bekannten Flugsportgeräte. Also diese Scheiben mit 175 Gramm und 28 Zentimeter Durchmesser. Da spielt man sich zu gegenseitig und die Grundbedingung ist, wer fängt, bleibt stehen. Darf dann einen Sternschritt machen, ähnlich wie im Basketball. Und das Ziel des Spiels ist, durch Zupassen im Team, gegen ein gegnerisches Team, in einer Endzone zu fangen, von denen es zwei gibt am Ende eines Feldes. Also das ist so ein Endzonenspiel. Ähnlich wie eben American Football oder Rugby, aber mit dem großen Unterschied, ich kann nicht mit dem Spielgerät in der Hand in die Endzone laufen, sondern ich muss es immer zupassen. Es geht also immer um sozusagen Sender und Empfänger einer Scheibe. Und nur wer eben regelgerecht durch Zupassen in der Endzone fängt, erzielt einen Punkt für das Team. Okay, also ja, im Prinzip wie Football, das Ding muss fliegen. Muss in der Endzone gefangen werden und dann gibt's Punkte. Ja, wir sind eben alle gleichzeitig immer auch sozusagen Werfende und Fangende. Also es gibt nicht so klassisch eine Quarterback-Figur und mehrere Receiver, sondern natürlich gibt es Leute, die mehr die Scheiben verteilen und andere, die mehr sozusagen auf der läuferischen Seite unterwegs sind. Aber wir müssen uns eben stets freilaufen, weil da immer auch oder meistenteils eben eine sehr starke Personendefense ist, 1 gegen 1. Das heißt, ich muss mich eigentlich grundsätzlich freilaufen, um die Scheibe zugepasst zu bekommen. Und im Erwachsenenbereich wird 7 gegen 7 gespielt. Und nach jedem Punkt können beliebig viele, also alle Spielenden ausgewechselt werden. Das heißt, so ein kompetitiver Teamkader hat schon mal mehr oder bis zu 20 oder sogar eben noch mehr Athletinnen, die in einem Team zusammenspielen. Und im Top-Level-Bereich wird dann tatsächlich auch unterschieden zwischen Offense-Line und Defense-Line, also Spezialistinnen, die dann eben das eine bevorzugt spielen. Die Offense ist sozusagen die Kür. Das ist die Pflicht, dass ich meinen Punkt mache und die Defense wäre dann die Kür, dass ich die Scheibe sozusagen abhole oder unterbreche, den Flug der Scheibe unterbreche, sodass es dann einen sogenannten Turnover gibt. Das heißt, ich dann, obwohl die anderen eigentlich Scheibenbesitz hatten, meinerseits mit meinem Team Scheibenbesitz bekomme und das ist dann so wie im Tennis im Prinzip ein Breakpunkt. Wenn ich dann schaffe, mich eben um einen Punkt mehr zu distanzieren. Jedes Spiel geht üblicherweise auf 15 Punkte, manchmal auch nur auf 13 Punkte. Und
Das geht halt häufig wirklich bis zum allerletzten Punkt, wenn es dann 14 beide steht, dass der letzte Punkt entscheiden muss. Und es ist also sehr viel Action, sehr viel Lauferei, Springen nach der Scheibe, Luftduelle, Täuschbewegungen beim Werfen, aber eben auch beim Laufen. Das ist so ein bisschen wie im Basketball, auch was die Laufwege betrifft, aber auf weitere Distanzen, weil das Feld eben im Erwachsenenbereich 100 Meter lang ist, also so lang wie ein Fußballfeld, aber ungefähr nur halb so breit, also 37 Meter in der Breite. Also ein sehr sozusagen vertikal laufender Sport. Es geht immer weg von der Scheibe in die Tiefe. Kriege ich das den tiefen Pass oder ich mache einen harten Cut, also einen Richtungswechsel und komme wieder zurück auf die Scheibe. So Comeback-Cuts gibt es ja auch im Basketball und auch dieses in den Laufspielen ist ja typisch im Basketball und der Sternschritt erinnert auch daran. Also ist so eine Mixtur aus vielen Sportarten, aber eben ganz eigenständig, insbesondere weil es eben mit dem Sportgerät Sportflugscheibe funktioniert, also mit einer Frisbee-Scheibe. Sportflugscheibe, schon ein schönes Wort für Frisbee. Aber du sagtest ja am Anfang, fängst das Ding und musst dann stehen bleiben, mehr oder weniger. Das wird ja motorisch, physikalisch ein bisschen schwierig, sofort stehen zu bleiben, ohne noch ein paar Schritte zu stolpern, zu laufen. Wie weit darfst du denn stolpern? Ich darf so lange auslaufen, wie ich eben muss. Je schneller ich unterwegs war, desto länger dürfte der Bremsweg sein. Aber es steht in den Regeln tatsächlich so schnell wie möglich. Es gibt eben eine Einschränkung, die lautet, ich darf beim Auslaufen nicht die Richtung ändern. Das heißt, ich darf nur geradlinig auslaufen und mir nicht irgendwie durch einen Bogen einen Vorteil verschaffen. Eine andere Regel ist, wenn ich beim Auslaufen über eine Linie stolpere oder wie auch immer, also die Auslinie, dann muss ich eben wieder zurück zu dem Punkt, wo die Auslinie war. Solange ich innen gefangen habe, ist das auch okay. Dann darf ich auch innen weiterspielen. Und eine dritte Sache ist eben noch, wenn es ums Weiterspielen geht, also ums unmittelbare Weiterspielen, dann muss ich das tun vor dem dritten Bodenkontakt. Ansonsten muss ich eben erst stehen bleiben, mein sozusagen Standbein, den Pivotpunkt definieren und dann kann ich darüber den Sternschritt machen, nach vorne, nach hinten, Vorhandseite, Rückhandseite. Es gibt eben diese zwei Grundwürfe, sodass ich auf jeder Seite meines Körpers werfen kann und dann eben über den Sternschritt, also das festgesetzte Standbein, dann erst weiterpassen. Dann muss ich eben anhalten. Da gilt die Drei-Schritte-Regel. Ansonsten ist eine Drei-Schritte-Regel nur so im allgemein gebräuchlichen, oftmals in aller Munde, dass die Leute sagen, bleib so schnell, du kannst stehen, am besten in drei Schritten. Aber wie gesagt, in den Regeln steht, soweit ich weiß, einfach nur so schnell wie möglich. Was passiert denn, wenn mein Ausstolpern, Auslaufen die gerade Strecke leider Gottes durch den Gegner geht? Naja, also das ist ja noch eine weitere Besonderheit im Ultimate Frisbee, dass die Spielenden alles selbst regulieren. Und das ist ja auch eine große Herausforderung. Dafür haben wir den Begriff des Spirit of the Game. Der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem Golfsport, ich glaube 1744 in Schottland mal da entwickelt. Aber in der Ausprägung im Ultimate Frisbee besagt eben der Spirit of the Game zuallererst, ich muss die Regeln kennen, aber dann auch sofort als zweites, ich soll und muss so gut ich kann Körperkontakt vermeiden. Die Sicherheit der Spielenden steht ganz klar im Vordergrund. Es gibt auch keine Rechtfertigung für jede Art von Foul, selbst wenn ich dabei die Scheibe noch berühre oder fangen kann. Ich habe also immer auf die Sicherheit meiner Gegenspielenden zu achten. Das ist eine sehr feingliedrig ausgearbeitete Regelbestimmung, also in verschiedenen Abschnitten des Regelwerks.
wonach es grundsätzlich heißt, jede Berührung ist im Prinzip ein Foul. Wir unterscheiden aber zwischen geringfügiger und nicht geringfügiger Berührung. Das heißt, wenn wir beide nebeneinander herrennen und berühren uns an den Schultern, wird niemand das als Foul callen. Und es ist eben immer nur der Call der SpielerInnen selbst, der eine Spielunterbrechung herbeiführt. Es gibt tatsächlich keine Schiri mit Pfeife, sondern die Calls unterbrechen das Spiel und dann klären normalerweise und vor allem immer nur die beiden beteiligten Personen an einer Situation. Wie hast du es gesehen? Wie habe ich es gesehen? Und wenn sie sich nicht einigen können, das geschieht alles in 20 bis 30 Sekunden maximal, wenn sie sich nicht einigen können, geht die Scheibe eben zurück zur vorherigen unbestrittenen Station. Und das heißt, dann bleibt das bisherige angreifende Team weiter im Scheibenbesitz. Also wird dann quasi zurückgespult. Genau, es wird versucht, die Situation wiederherzustellen, wie sie gewesen wäre, wenn es diese Unterbrechung nicht gegeben hätte. Ja, so eine Art Ehrenkodex sogar. Also es geht einerseits ums Benehmen, also das Verhalten auf dem Feld, auch neben dem Feld. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, und das ist so eine Doppelfunktion, eine Streitschlichtungsmethode. Also das ist wirklich eine feine Sache, weil wir gerade auch in der Kinder- und Jugendarbeit den Kindern und Jugendlichen ganz klar sagen, du bist selbst verantwortlich dafür, dass die Regeln in Kraft treten. Jetzt hätte ich mich als nächstes gefragt, funktioniert das? Das funktioniert wunderbar. Ich sag mal in 99% der Fälle. Und natürlich gibt's in allem auch Ausnahmen. Jetzt muss man halt sehen, dass die US-Tradition da so ein bisschen anders gestrickt ist, denn ich kann auch nochmal historisch zurückgreifen. Das Ganze ist im Prinzip aus einer Kuriosität entstanden. Es stand in den ersten Regeln drin, sofern keine Schiris verfügbar sind, sollen die Spielenden das bitte selber klären. Und natürlich gab es am Anfang keine Schiris. Und die Leute waren sich eben alle auch sehr gut gewogen gegenseitig. Die haben sich gemocht, auch wenn sie jetzt aus anderen Teams kamen. Und haben eben grundsätzlich auch auf diese Sicherheit und Rücksichtnahme trotz Wettbewerbsorientierung geachtet. Und das hat sich soweit verselbstständigt. Nur gibt's in den USA, also in den Top-Level-Games, teilweise auch schon seit langen Jahren, also mindestens seit den 80er Jahren, sogenannte Observer. Das heißt Spielbeobachtende, die auch also bei total absurden Calls sozusagen overrulen dürfen, die also die Möglichkeit haben, eine Entscheidung anzufechten, beziehungsweise vielleicht sogar für nichtig zu erklären. Und im Weltverband wurde eben auch überlegt, was machen wir im Top-Level-Bereich? Es geht dabei ja auch um die Kommunikation mit dem Publikum, mit den Kommentatorinnen und da gibt's Handzeichen, die wir inzwischen im Jugendbereich auch schon lehren. Und diese Handzeichen haben sich weitgehend eben eingebürgert. Und vom Weltflugscheibenverband, also die World Flying Disc Federation, die hat sogenannte Game Advisor, also nur beratende Personen eingeführt, die entweder bei Regelfragen nochmal dazukommen können und sagen, so und so ist die Regel. Die aber auch darauf hinweisen können, eure Zeit zur Einigung ist jetzt abgelaufen, bitte kommt zum Schluss, was machen wir? Und die eben auch noch mit Handzeichen signalisieren können, für alle sichtbar, es gab ein Foul, das ist ein ähnliches Handzeichen, wie man es im Basketball kennt, also mit dem einen Unterarm gegen den anderen, mit der Faust und dem Unterarm auf den anderen Unterarm zu schlagen und dann eben zu sagen, gab es Widerspruch? Oder haben sich beide, oder wurde das der Foul Call akzeptiert, also Akzeptanz oder Widerspruch, und dann geht es eben entsprechend weiter mit der einen oder anderen Person, die dann wieder die Scheibe
ins Spiel bringen kann. Und das geschieht durch einen Check. Das macht eben immer der oder die Gegenspielende. Checkt die Scheibe ein und dann geht das Spiel weiter. Also das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Die klingt jetzt vielleicht aufs erste Hören ein bisschen kompliziert, aber klärt sich eben sehr schnell beim Tun auf. Learning by doing sozusagen. Und kommt in allen Bereichen eigentlich auch sehr gut an. Also bei den allermeisten Spielenden, aber auch im Kinder-Jugendbereich, bei den Eltern, auch bei den LehrerInnen, die finden das schon alle klasse, dass es so um Eigenverantwortung geht, um Auskommen auf Augenhöhe miteinander und eben auch um das Bewusstsein darüber, die Regeln zu kennen und anzuwenden. Ja, und je länger ich spiele, umso besser muss ich sie dann eben auch kennen. Klar. Wieso diese Sportart auch noch eine der fairsten ist und warum überhaupt Ultimate und wie es in Deutschland aussieht, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Wir tragen unsere Botschaften gern in die Welt, teilen unsere schönsten Momente. Doch manches ist und bleibt privat. Und dafür gibt es WhatsApp. Ob mit Freunden, vereinsintern oder innerhalb der Familie. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert, dass deine Nachricht nur von dem gelesen werden kann, für den sie bestimmt ist. Nicht einmal WhatsApp kennt den Inhalt. Hey, mein Name ist Thomas und ich nutze WhatsApp für Stories, damit meine Freunde sehen können, was ich gerade mache. WhatsApp. Einfach privat chatten. Black Shopping bei Galeria. Ab sofort bis zum 29.11. Sensationelle 20% Rabatt auf einen Einkauf vieler toller Marken. Black Shopping. Jetzt in Ihrer Galeria-Filiale und auf galeria.de. Da sind wir wieder mit Jörg Benner, Geschäftsführer Deutscher Frisbee-Sportverband und reden über Ultimate Frisbee. Haben gerade darüber gesprochen, wie der Sport denn so funktioniert und dass er im Prinzip ja unglaublich fair ist, da die Spieler das selbst regulieren und das auch ja anscheinend sehr, sehr, sehr gut klappt. Nun habe ich aber doch noch die Frage, wie wird denn gezählt? Also ist jedes Mal, wenn der Frisbee in der Endzone landet, ein Punkt? Und wie lange wird denn gespielt, wenn mal keiner 15 Punkte kriegt? Genau, eine gefangene Scheibe ist eben grundsätzlich ein Punkt in der Endzone. Dann wechselt immer auch die Spielrichtung. Das heißt, das Team, was gepunktet hat, bleibt dann in dieser Endzone und formiert sich mit 7 Leuten neu. Die anderen gehen auf die andere Seite und stellen wieder ihrerseits eine angreifende Linie auf, um dann wieder versuchen zu punkten. Und wenn es nicht klappt, innerhalb einer Zeit, also üblicherweise sind es 100 Minuten oder also eine Stunde 40 oder je nach Turnier kann es auch eben kürzer sein, wenn wir mit vielen Teams auf einigen Feldern versuchen, einen gewissen Modus durchzuspielen, können auch mal die Spiele deutlich kürzer sein. Und dann gibt es häufig eine sogenannte Cap-One-Regel. Also wenn es dann, nachdem die Zeit um ist, und der letzte Punkt ausgespielt wurde, sagen wir, dann steht es 12-9. Dann gewinnt dasjenige Team, Cap One heißt eben ein Punkt obendrauf, das als erstes 13 Punkte hat. Und das kann immer noch das Zurückliegende sein. Das müsste dann eben in diesem Fall jetzt 4 Punkte am Stück machen, was natürlich schwierig ist, aber was es auch schon gab. Also diese Cap-One-Regel ist dann eben nochmal sehr spannend, dass ich also meinen Punktestand dann nochmal um einen erhöhen muss. Andere Turniere sagen auch, wenn die Zeit um ist, weil wir so eine so enge Taktung haben, wird nur noch der laufende Punkt ausgespielt und in der Vorrunde ist auch ein Unentschieden möglich. Aber üblicherweise ist eben im wettbewerbsorientierten, also im Wettkampf, kein Unentschieden vorgesehen, sondern da wird eben immer das Siegerteam ausgespielt. Ja, und je nachdem, so 100 Minuten plus Überzeit, das kann dann also schon mal bis zu 2 Stunden dauern, so ein Spiel. Okay, also eine Nachmittagsbeschäftigung. Ja, inklusive Warm-up und Cool-Down.
Wenn sich dann mal zwei Spieler über eine Körperberührung oder wie auch immer streiten, festlegen, das war ein Foul oder so, wie geht das denn dann weiter? Also gibt's dann auch eine Art von Frisbee, Elfmeter oder wie wird denn weitergemacht? Nö, also es gibt ja kein Tor und es gibt auch keinen Elfmeterpunkt. Es gibt, wie gesagt, die Endzonen, in die zu werfen ist. Und es geht immer an der Stelle weiter, wo ein Vorfall passierte. Oder aber, wenn es eben die Regelung dann vorsieht, dass die Scheibe zurückgehen soll, geht es eben bei der vorherigen Wurfstation zurück. Das heißt, alle Spielenden gehen wieder dahin, wo sie ungefähr waren, mit also dem angreifenden und dem verteidigenden Team. Und dann fragen die beiden Beteiligten ihre Leute, steht ihr alle richtig, gut, okay? Dann checke ich die Scheibe wieder ein als Verteidiger, sag 3-2-1 und mit dem Tippen auf die Scheibe geht dann das Spiel wieder los. Es gibt dann noch einen zusätzlichen Zeitdruck, dass ich also als diejenige Person an der Scheibe, sogenannter Marker, also ich mache die Marking Defense, wenn ich an der Scheibe verteidige, dann kann ich die Person im Scheibenbesitz anzählen und zwar im Sekundentakt bis zu 10. Und sobald ich eben Z von 10 sage, im Sekundentakt, wäre die Person ausgezählt und würde auch den Scheibenbesitz verlieren. Das ist natürlich so eine Geschichte, dass da manche deutlich zu schnell zählen. Dann kann man dem widersprechen und sagen, das war zu schnell gezählt. Dann muss ich wieder 2 zurückgehen. Und das sind dann so Feinheiten. Aber dieses Anzählen spielt eben auch noch eine Rolle, was jetzt die Zeit betrifft. Hat also einen gewissen Situationsdruck. Ich muss innerhalb von 10 Sekunden weiterspielen und dadurch ergibt sich eben immer auch ein ziemlich guter Flow. Also es passiert immer sehr viel auf dem Platz und um nochmal auf den Spitzenleistungsbereich zu kommen, da kann es tatsächlich so sein, dass ein Turnover, eine verlorene Scheibe und ein erzielter Breakpunkt über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Okay, hört sich sehr, 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 sehr spannend. Und vor allen Dingen hört es sich sehr danach an, wie im Prinzip jeder, du und ich, im Hinterhof auf der Straße unserer Sportart frönen und kicken und uns dann kurz drüber unterhalten, ob das jetzt ein Foul war oder ein Tor oder nicht, nur auf Leistungssportebene gehoben und den Schiedsrichter einfach nie erfunden oder eingesetzt. Na gut, also ich war auch schon auf SchiedsrichterInnen-Tagungen oder habe eben auch schon mit anderen SportfunktionärInnen gesprochen. Die sagen dann auch immer, das ist aber echt interessant, könnten wir das nicht auch mal versuchen? Und gerade im Deutschen Fußballbund gibt es ja durchaus auch Bestrebungen mit einer sogenannten Fairplay League, dass da also die SpielerInnen teilweise selber entscheiden sollen über Einwurf oder Eckball oder Abstoß. Und ja, also ich sage immer, es gibt eben gewisse Bedingungen. Regelkenntnis ist das eine, die Rücksichtnahme sozusagen auf körperliche Unversehrtheit, also nach dem altbekannten Motto, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und außerdem eben auch so ein gewisser Respekt im Sinne von Rücksichtnahme. Wir wollen ja beide das Gleiche. Du willst gewinnen, ich will gewinnen. Dann schauen wir halt mal, wer im sportlichen Wettkampf da besser ist. Und es ist halt so ein bisschen vielleicht auch eine Frage der Haltung oder auch eine Frage der Kultur, mit der ich mich dann entweder wohlfühle oder eben nicht. Weißt du, ich finde ja alle anderen Sportarten auch toll, aber mich hat halt gerade im Ultimate Frisbee auch genau das begeistert, dass es hier so ein Miteinander ist, trotz auch des Gegeneinanders. Ich meine, natürlich, man weiß aus anderen Sportarten, dass die Teams hinterher auch zusammen feiern und das, finde ich, gehört ja auch dazu, aber halt auch auf dem Feld kann ich durchaus eine Wahnsinnsleistung meines Gegenspielers beklatschen, wenn der die Scheibe fängt und einen Punkt macht mit einem Wahnsinns-Layout, also einem Sprung, einem Hechtsprung nach der Scheibe und ich hätte nie mehr gedacht, dass der die noch kriegt, dann kann ich da doch Respekt zollen und sagen, ey,
super Catch, stark gemacht. Und obwohl er den Punkt gemacht hat, kann ich das doch trotzdem gut finden. Ja, es ist alles eine Frage der Sozialisation und Erziehung. Es gibt dann Leute, die reagieren darauf, dass beim nächsten Kontakt kracht. Ne? Deswegen finde ich das, was ihr da macht in Sachen Fairplay, ganz weit vorne. Wie läuft denn das in Deutschland? Also es gibt ja wohl auch Indoor- und Beach-Varianten vom Ultimate Frisbee. Das mit dem Fußballfeld vielleicht ein bisschen schwierig, Indoor und am Beach auch. Wie weit verbreitet ist denn das Ultimate Frisbee in Deutschland? Naja gut, wir reden ja über rund 8000 Mitglieder im deutschen Frisbee-Sportverband. Davon sind rund 3/4 eben Ultimate-Spielende. Reden wir also ungefähr von 6000 im Verband. Wir wissen jetzt, dass auch während Corona-Zeiten in wahnsinnig vielen Schulen auch Frisbee-Scheibensätze bestellt und eingesetzt wurden, weil es eben auch auf Distanz möglich ist, miteinander zu werfen. Der Frisbee-Sport ist teilweise auch in den Schulcurricula, ich weiß es nicht, wie es heißt, also in den Lehrplänen der verschiedenen Lehrpläne, genau. Genau, mit drin für den Sportunterricht, wird also explizit dann auch genannt. Und die Verbreitung, ja, wir reden so über rund 150 Vereine, die in denen in Deutschland Ultimate gespielt wird, die also auch Mitglied über Landesverbände im deutschen Frisbee-Sportverband sind. Und wir haben eben Meisterschaften Indoor, Outdoor und Beach. Und das dann für Kinder und Jugendliche. Bei Kindern sind wir in Dreierschritten noch unterwegs. Also da starten wir jetzt auch so im Bereich U11, U12, weil es immer mehr tatsächlich auch Kinder im Grundschulalter gibt, die den Sport betreiben. Dann gehen wir auf U14, U17, U20. Entsprechend gibt es dann eben auch Nationalteams ab U17, U20 und dann U24 als Schnittstelle zu den Erwachsenen. Und dann gibt es eben neben den Single-Gender-Varianten, also Frauen und Männer, die wird eigentlich als offene Division bezeichnet, weil in der offenen Division eben auch Frauen, junge, alte, diverse, alle Menschen eben mitspielen können. Und daneben gibt's noch vorgeschrieben mit 3 Männern 4 Frauen oder 3 Frauen und 4 Männern auch eine Mixed-Division. Und das eben auch in den verschiedenen Altersklassen, dann bei den Erwachsenen, bei den Masters, das ist dann bei Männern schon ab 33, bei den Frauen ab 30, Grandmasters ab 40, Great-Grandmasters ab 50 und Senior-Grandmasters, frag mich nicht, bis hin zu den Legenden. Also wer dann immer noch im Teamsport, also einen Laufsport betreiben möchte, hat immer die Möglichkeit, gerade ältere Semester dann gerne auch auf Sand, weil es dann eben nochmal eine Runde relaxter ist und ein Feeling wie Urlaub dabei. Ja, und auch der Weltverband hat gerade erst jüngst zum Beispiel ein neues Format zum Testen ausgerufen, dass 4 gegen 4 gespielt werden könnte auch im kompetitiven Bereich. Und okay, also es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten zu spielen. Und das Schöne ist, auch im reinen Freizeitbereich finden sich, wenn wir aus einer Gruppe von Leuten 2 Teams einteilen, es finden sich eben immer passende Matches von Gegenspielenden. Da können dann die ganz Kleinen gegeneinander spielen oder die ganz Jungen und die ganz Älteren, und da finden sich eben immer passende, ja, Matchups oder Gegenspielende, die sich dann eben auch gegenseitig herausfordern können in den Laufwegen um die Scheibe. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch 2 Dinge. Zum einen: Was möchtest du unseren Zuhörern sagen, wie sie an Ultimate Frisbee kommen oder wenn es um Ultimate Frisbee geht? Also wer sich für Ultimate Frisbee interessiert,
kann sich gerne informieren auf unserer Verbandsseite frisbeesportverband.de oder eben mal über Recherche im Internet schauen, ob es da einen Verein gibt in der eigenen Stadt oder im Umfeld oder eventuell, ob es da auch Schulen gibt oder an Universitäten wird es eben auch sehr häufig angeboten, wo wir mal mitspielen können. Daneben wird es ja häufig auch in Parks gespielt. Ansonsten einfach mal selber mit einer Scheibe in den Park gehen und Gleichgesinnte suchen und finden. Wir können das eben mit ganz wenigen Mitteln anfangen. Das kann auch 3-3 sein. Wir brauchen letztlich nur 8 Hütchen oder wir können auch die 8 Straßenschuhe nehmen, mit denen wir dann die 2x4 Ecken der beiden Endzonen markieren. Und schon haben wir ein Feld und können uns fröhlich die Scheibe zuwerfen und mit einem ganz einfachen Regelsatz, wer fängt, bleibt stehen. Wir versuchen in der Endzone zu fangen und machen damit einen Punkt. Schon selber Ultimate spielen. Wie gesagt, macht das im Frühjahr, Sommer eine großartige Freizeitbeschäftigung. Ich habe es auch schon gemacht. Es hat einen Bums Spaß gemacht. Aber eine Frage habe ich noch und die brennt mir die ganze Zeit schon auf den Fingern. Warum Ultimate? Okay, da gibt es verschiedene Legenden, warum der Sport tatsächlich ultimativ heißt. Die gängigste Beschreibung der Herkunft des Namens ist, dass es einfach nach einem Vollsprint übers ganze Feld und ich erhalte dann einen langen, tiefen Pass, der in der Luft steht, vor mir schwebt und vor mir weiterfliegt. Und dann kann ich gerade noch mit einem Sprung nach der Scheibe, mit Daumen und Zeigefinger die Scheibe greifen, dann ist das das ultimative Gefühl. Also das ist die gängigste Beschreibung. Ultimativ könnte der Sport aber auch deswegen sein, weil er sozusagen das vermeintlich Beste aus verschiedenen Welten zusammenführt, so die Anzahl der Spielenden vielleicht wie aus dem Eishockey, die Feldmarkierungen wie aus dem American Football, ein paar Grundregeln wie den Sternschritt und Laufwege ähnlich wie im Basketball, das alles zusammennimmt und dann spielt vielleicht eben auch diese Selbstregulierung innerhalb dieser ersten Regel, genannt Spirit of the Game, eine besondere Rolle, die vielleicht zu der etwas übertriebenen Bezeichnung als ultimativer Sport, als Ultimate Frisbee geführt hat. Also sucht euch die Erklärung selber raus. Mir gefällt die mit dem Spirit of the Game am besten, weil das ja kommt bei mir gut an. Die Selbstregulierung, das Fair Play ist das Ultimative. Finde ich super. Es hat mir wieder tierisch Spaß gemacht, Jörg, mit dir über ja Frisbee-Sport zu reden. Wir sehen uns auf jeden Fall noch mal irgendwie und werden auch weiter am Frisbee-Sport dranbleiben. Ja, danke. Ich sage immer, an der Scheibe bleiben. Oder an der danke Scheibe dir. Bleiben. Ja. Bis dahin. Tschüss. Bis und dann. Vielen Dank tschüss. Für die Einladung. Wir tragen unsere Botschaften gern in die Welt, teilen unsere schönsten Momente. Doch manches ist und bleibt privat. Und dafür gibt es WhatsApp. Ob mit Freunden, vereinsintern oder innerhalb der Familie. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert, dass deine Nachricht nur von dem gelesen werden kann, für den sie bestimmt ist. Nicht einmal WhatsApp kennt den Inhalt. Hey, ich bin Pia. Und mit den WhatsApp-Gruppen kann ich alles Wichtige in meinem Theaterverein koordinieren und somit immer auf dem neuesten Stand bleiben. WhatsApp. Einfach privat chatten. Black Shopping bei Galeria. Ab sofort bis zum 29.11. Sensationelle 15% Rabatt auf viele tolle Marken aus dem Bereich Spielwaren. Black Shopping. Jetzt in Ihrer Galeria-Filiale und auf galeria.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf
meinsportpodcast.de. Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96. Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Wir tragen unsere Botschaften gern in die Welt, teilen unsere schönsten Momente. Doch manches ist und bleibt privat. Und dafür gibt es WhatsApp. Ob mit Freunden, vereinsintern oder innerhalb der Familie. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert, dass deine Nachricht nur von dem gelesen werden kann, für den sie bestimmt ist. Nicht einmal WhatsApp kennt den Inhalt. Hi, ich bin Andreas. Und was am Wochenende so passiert, kläre ich mit Freunden und Bekannten am besten über WhatsApp. WhatsApp. Einfach privat chatten. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de. Hallo da draußen, mein Name ist Sebastian Hacke, manche nennen mich auch Hackman und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen MMA-Podcast. Ein Kommentator, Ex-Wrestler und lebenslanger Kampfsportfan, der sich täglich im Fitnessstudio und auf der Jiu-Jitsu-Matte gegen das Älterwerden sträubt, spricht hier über seinen Lieblingssport.